Liebe Freunde, hier ist euer Fadi. Willkommen zurück zu Anno 1800, die Lieben. Und willkommen hier zurück zu La Isla erstmal. Und wir sind hier dabei, die Schokoladenproduktion vorzubereiten. Und da bin ich mal gespannt, ob wir das in dieser Folge auch angehen werden können. Und ja, gucken wir mal. Wir haben hier so eine ausgelastete... Magazin haben wir hier schon mal hingebaut. Ja, wir müssen echt mal schauen. Haben wir jetzt mittlerweile genug Leute da? Und... jetzt sehe ich's. Okay, Zuckerraffinerie. Dann gibt es erst die Schokoladenfabrik. Ich will nur noch mal ins Cap Trelawney noch mal ganz kurz schauen. Schokolade wird komplett in der neuen Welt produziert. So, da müssen wir echt gucken, wie wir damit klarkommen. So, was wir jetzt machen werden, ist... Kann man mit der Hacienda... Kann man mit der Hacienda Zuckerrohr anbauen? Ja, kann man machen. So, interessant. Wird noch so ein bisschen Tüftelei. 030, 030, 030, 1. Okay. Alles klar. Das hört sich doch alles schon mal interessant an. Wir werden ja auch erstmal eine Fabrik bauen. Deswegen war das hier eigentlich mit dem Kakao auch unnötig, ne? So, hier gleich so... Also 200% hätten gereicht. Naja, was soll's. Wir legen mal mit... Zucker mal normal los. Also so herkömmlicher Zuckeranbau einfach. Zuckerrohrplantagen. Haben wir überhaupt Zuckerrohrüberschuss oder irgendwas? Ist das aufregend? Eine Berühmtheit ist gerade angekommen. Ja, haben wir. Zuckerraffinerie. Setzen wir mal hier hin. Dann setzen wir auch gleich mal die Oha, die Schokoladenfabrik ist groß. Das können wir nicht leugnen. Die setze ich mal hier hin. Soll ich Ihnen zeigen, wie das geht? So, bin mal gespannt. Jetzt haben wir Schokolade auch schon mal angelegt, die Lieben. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Oh, was ist denn hier schon wieder los? Mann. Ein Feuer ist ausgebrochen. Mobilisieren. Immer was los hier. Immer was los. So, wir können uns ja mal hier nochmal umschauen. Elegante Arbeit. Das sieht alles entspannt aus. Ah ja, wir hatten ja hier noch dieses gute Schiff. Der holt von Crown Falls so 10 Kupfer und so weiter und so fort. Den nennen wir mal... Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Jawohl. So. Die FS Crown Falls 1 nennen wir die mal. Und der wird hier natürlich Cap Trelawney. Crown Falls Wheat Coop. So. Mehr Druck im Kessel. Wir fahren hier mal zurück.
Frauen reinhalten! Der war schon eigentlich fast da, ne? Nee, auch nicht fast da. War schon ein bisschen weiter weg. So, auf den warten wir hier nochmal. Die Flammen wurden gelöscht. Wahnsinn, ne? Was für ein Gebäude das hier sein wird. Ach, wir haben hier Ruinen. Stimmt. So. Geht weiter, ne? Jo, geht weiter. Ja. Erwarten neue Horizonte. Bereit für den Einsatz. So, der wird vertickt. Wie sieht's in der Arktis aus momentan? Ich würde mal sagen, es läuft, ne? Scheint alles stabil zu sein. Scheint hier zu laufen. Neue Befehle? Haben wir jetzt zu viele Schiffe oder was? Frauen reinhalten! Das ist jetzt Schwachsinn, ne? Ich werde hier mal Folgendes tun, weil so läuft das nicht. Arktis. Nee, Capture Laune Arktis. Die sollen mal nicht warten. Weil sonst läuft das hier nicht. Mehr Druck im Kessel. Erwarten neue Horizonte. So. Wie sieht's in der neuen Welt aus? Was macht die Schokoladenproduktion? Wir brauchen noch mehr Rohstoffe. Papat. Fängt erst jetzt an, ne? Konsumieren die selber Schokolade? Nee, Schokolade wird hier gar nicht gebraucht. Okay. Dann mitnehmen, ne? Ist unter Deck. Eisler kann nicht abgelagert werden. Ja, ist bekannt. Frachtschiff steht bereit. So. Ja, jetzt warten wir echt darauf, was es bedeutet. Schokolade. Wir müssen echt mal gucken. Produktion. Konsumgüter alle Inseln. Wie sieht's mit Schokolade aus? Das wird den Bedarf decken, glaube ich. Aber das langt anscheinend nicht. Deswegen stelle ich mir die Frage, ob man die Handelskammer nicht verlegt.
Dann wird das mit dem Zucker natürlich nicht reichen. Da müssen wir auch mal kurz gucken. Zucker. Wir brauchen mehr. Also Zucker. Alles ist randvoll. Ist, glaube ich, zu weit weg, ne? Habe ich den Eindruck. Wollen wir das hier mal ausprobieren? Wollen wir mal schauen? Willst du uns zuschauen? Wie weit geht das denn mit Dünger? Kriegen wir dadurch mehr rein? Wenn wir hier fertig sind, können wir Hasen jagen. Ja, im Insellager ist jetzt nicht unbedingt viel, ne? Der läuft jetzt bei 30 Mann. Kein Thema. Es fehlt an Mist. Mist gibt es genug. Das müssen wir echt beobachten. 100%. Zuckerraffinerie nehmen wir mal mit hier hin. So. Dann gibt es ja auch mehr. Alter, Leute, das ist echt so eine Herausforderung, ne? Muss man echt sagen. Hier geht's richtig ab. Je größer das wird. Was man hier so an Stuff braucht. Öllampen fehlen. Das hört sich ja mal wieder nach Problemen an in der Arktis, ne? Warum fehlen hier Öllampen? Was los hier? Was los? Wir warten noch auf Material. Messing ist Mangelware. Das müssen wir uns angucken.
Jo, Messing muss angekurbelt werden. Die Messingproduktion. Uns geht das Material aus. Uns geht das Zink fehlt. Was ist los hier? Kisten unter Deck. Da müssen wir mal echt mal gucken. Potenzielle Nachfrage 4. Sehr interessant. Da müssen wir echt mal gucken. Da müssen wir mal schauen, wie das hier läuft. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ach, die Schluckspecht, ne? Okay, die ist ja jetzt hier. Bereit für die den Einsatz. Verkaufen Sir wir. Archibald Blake. Ja, hier müssen wir jetzt mal gucken. Stink. Produktion. Produzieren wir gerade kein Zink oder was? Doch, wir produzieren es. Ah. Schabernack, alle Inseln. So, alle Inseln Zink. Ja, eigentlich genau so, dass es gerade mal noch so reicht. Aber es reicht. Also es ist jetzt nicht so, dass es nicht reicht. Neue Lieferung. Müssen wir mal gucken, was er rüberholt. Format. Danke. Aber das mit dem Messing ist echt traurig, ne? Nee, wir müssen mehr Messing herstellen. Läuft hier ja schon. Also wir müssen noch eine Messinghütte bauen. Brauchen wir 25 Arbeiter für? Haben wir. Gleich auch hier. Müssen wir uns halt angucken. Läuft das Fließband schneller als sonst? Neue Befehle? Jetzt produzieren wir mal mehr Messing. Ich glaube, jetzt wird es auch mit den Dings nicht mehr passen, mit Zink und Kupfer. Da müssen wir mal schauen. Produktion. Zink und Kupfer. Oh, das langt nicht mehr. Wir müssen also jetzt Zink- und Kupferminen bauen. Die ja auch ein bisschen was fordern, ne? Also 50 Mann Minimum. Okay, dann müssen wir hier wieder weitermachen. Danke.
Der Laden so läuft. Zufriedenheit? Fehlt hier irgendwas? Nö, irgendwie nicht, ne? Das passt alles. So, dann... Kupfer. Kupfer. Hier können wir noch eine Kupfermine hinbauen. Ist auch versorgt. Kupfer. Zink. Hier könnte auch eine hin. Nirgendwo was. Dann machen wir hier mal eine Brücke. Super. Zinkmine ist auch wieder hergestellt. Ja, ich werde hier nochmal ein paar Bauernhäuser hinstellen. Undank ist der Welten Lohn. Ja, perfekt. So. Alter Verwalter. Kann das so gedruckt werden? Ich danke Ihnen für das Vertrauen direkt. Ja, machen wir mal so. So, wie sieht es mir denn mit Schokolade so langsam mal aus? Kommt denn mal was rein hier? Frachtschiff steht bereit. Also nachdem wir Schokolade haben, kann es hier echt weitergehen. 3000 Phonographen und so weiter. Meine Tochter mag sie nicht. Alles klar. Neue Befehle? Alter, was für so ein, was für ein Verkehr hier so ist, ne? Mit den Schiffen. Wahnsinn. Der Hammer. Die Waffenruhe wurde beendet. Sieht auf der Weltkarte eigentlich gerade aus? Ah, jetzt kommt Schokolade rein. Fein. Feine Sache. Dann scheint das hier was zu laufen. Was hat denn unsere Großeltern wohl zu all dem gesagt? Na, noch sieht das hier alles entspannt aus. Also La Isla ist ja auch schon komplett geschändet, ne? Wenn man so ein paar Gebiete noch nicht. Auch krass. Eine Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Novosibirsk, ey. Zwischenfall in der Umgebung. Ja, was denn? So, hier. Ja, ja. Werden wir das überhaupt reparieren können? Ja, das sieht gut aus. Der Techniker setzt die Theorie. So, perfekt. Läuft hier wieder. Ja, warten wir mal auf die Schokis, ne? Denn nachdem das steht, wenn wir mal ganz kurz gucken, Schokolade, das ist ein Konsumgüter. Schokolade müsste reichen. Also hier ist ja aktuelle Nachfrage, potenzielle Nachfrage. Das langt. Das ist sehr gut. Weil danach schauen wir mal, wie viele Leute wir haben.
Hier brauchen wir 5000. Hier brauchen wir irgendwie 3000 für. Und es gibt, wenn man Schokolade dazu nimmt, irgendwie plus 2. Also das wird sich so noch im Rahmen halten. Gehe ich mal von aus. Das wird sich auf jeden Fall im Rahmen halten. Aber ihr Lieben, das sehen wir dann ab der nächsten Folge. Danke euch fürs Zuschauen. Also bis dahin gut. Ciao, ciao. Euer Fadi.